Was kaufst du jetzt wieder für Kleider? Bombenwerfer-Munition. Das ist mein Mädchen. Du kannst einmal Wooden Barricade bauen, damit die Viecher verlangsamt werden. Die gehen aber relativ schnell kaputt. Armored geht ja etwas weiter und Electro Barricade und so weiter. Du brauchst ein Auto Turret, wo du danach Waffen draufstellen kannst. Das heißt, du baust ein Auto Turret und setzt darauf dann eine Pistole oder so. Habe ich aber Oder noch nicht genug Geld für. Wie kriege ich denn Geld? Geld kriegst, verdienst du, wenn du nachts über die Zombies abknallst und dann lassen die Geld fallen. Das sammelst du ein. Das Also habe ich gerade schon vermute ich, wir gemacht, müssen deswegen. die erste Nacht tatsächlich einfach durchballern, Habe damit ich wir ein bisschen schon. was verdienen. Das sind die Ach Viecher, die so. da liegen. Deswegen, da haben wir schon 3500. Also ich hätte jetzt gesagt, du hast jetzt auch Geld oder wie viel hast du? Ich habe 3,5, ja. 3500, das heißt, also Pistol haben wir beide von Anfang an. Da haben wir auch unbegrenzt Munition. Das ist für die ersten ein, zwei Nächte reicht das vollkommen aus. Chainsaw ist ganz lustig. SMG, da kannst du eben dann Munition verkaufen oder eben die Waffe an sich. Und die einzelnen Waffen, Flamethrower, Assault Rifle, Sniper Rifle und so weiter, die kannst du dann auf deine Türme draufsetzen und die ballern dann dementsprechend. Okay. Damit. Brauchen aber auch Munition. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wir könnten probieren, die SMG zu kaufen. Ja, 600 geht. Ja, genau. Dann hole ich mir die auch einmal. Und auch ein bisschen Ammo, also bisschen Munition. Ich habe jetzt Ach, hier wenn du die mal. kaufst, haben die, hat die jeder schon automatisch, oder? Ich weiß Hä? nicht, ob du die auch hast. Ich kann nur. Ach, nee, dabei. Okay, und jetzt bei Bei Ammo, Ammo. genau. Ja, okay, Ammo ist anscheinend für alle. Ah, das ist doch schon mal schön. Okay. Gut, machen wir so und so. Den Rest hätte ich gesagt, sparen wir fürs nächste Level. Wie komme ich jetzt nochmal aus dem Menü oben raus? Ja, du kannst rechts unten einfach auf Next Level klicken. Ach so. Ist das gut? So, da kannst du dann hier auch mit Q Ah, und jetzt kann ich die E Waffe wechseln. wechseln, genau. Aber Pistole ist endlos wie Left 4 Dead. Richtig. Also erstmal Pistole ein bisschen. Kohle reicht meistens aus. Oh, drop, 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 Loot. Ich habe jetzt so zwei Grenades gekriegt. Ab und zu droppen eben auch so ein paar Kisten. Wow, der rennt! Ja. Wow, was war das? Mit G schmeißt du Granaten. Ach stimmt, Und du hab musst ich dich auch gelesen. beeilen, das Loot einzusammeln, weil das nachher spät Ja, ich renn ist. direkt hin. Ach, da unten bist du. Ich komme mal zu dir. Naja, ist alles gut. Muss also die Laterne verteidigen. The points available. Sinnvoll, 625, oh, das ist jede Menge. Was? Wie 625? 6250 Dollar habe ich. Achso, okay, ich habe Skill Points available. Was machen wir? So, nehmen wir mal dahin. Bisschen wenig Blut hier, finde ich. Meinst du? Ich glaube, das wird aber noch von selbst noch mehr, oder? Ich finde aber allerdings, mein Guy sieht ein bisschen aus wie eine leicht pummelige Kampflesbe. Die Zombies nicht wegschaffen. Und jetzt? Achso, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Können wir gleich nächstes Level machen, oder? Ja, quasi. Für alles andere haben wir kein Geld mehr. Wir könnten jetzt SMG-Munition noch kaufen, aber wir haben ja quasi nichts gebraucht. Gut. Achso, beide müssen Next Level gedrückt haben, damit es weitergeht. Genau. Du sagst nur, du bist ready. Wie siehst du die so früh? Es ist der Turm. Achso, ich wollte gerade sagen. Guide-Kontakt, Guide-Kontakt. Oh, ich hole den Loot in der Tür. Oh, da ist er. Hast du jetzt die Uzi auf den Turm gesetzt oder Pistole? Nee, Pistole, Pistole. ne? Das ist nur Dann Pistole. schießt sie wenigstens endlos.
Ja. Oh, hast du auch auf mich geschossen? Ja, genau. Schön. Also ab und zu sind auch manche Sachen im Angebot, wie zum Beispiel jetzt sind die Minen im Angebot, die sind dann deutlich günstiger. Sale. Ja, aber Mine. Ja, eben, das bringt relativ. Begeistert von, ehrlich gesagt. Wenig. Also ich. Barrikaden anfangen oder? Können wir machen. Ich kauf mal. Wooden. Ja, für den Anfang reicht das. Viel mehr Geld haben wir ja bald nicht. Huch. Kannst du, glaube ich, auch, oder? Ja, ich weiß aber nicht genau, wo lang, deswegen will ich jetzt nicht ins Handwerk fuschen. Gut, das weiß ich auch nicht. Ich probiere auch mal aus. Achso. Ich dachte, es wäre Handwerk vorhanden, deswegen. Nö. Erstmal hier. Kannst du auch wieder entfernen, ne? Ach, wir können da durchlaufen. Jetzt beim Construction können wir, glaube ich, durchlaufen. Sonst, glaube ich, nicht. Okay, das bedeutet, aber dann müssen wir eine Ecke auf jeden Fall auflassen, sonst ist es nämlich. Richtig. Ja. Geht's los. Ja, gut, probieren wir es so erstmal. Ja, aber ich mach noch. Ist nicht schlimm, wenn wir nicht alles ausgegeben haben. Ein bisschen, damit das nicht zu offen wird. Ja? Okay. Gut. Ups. Kampflesp ist bereit. Also wir können jetzt dann nämlich nicht durchlaufen. Ach, wir laufen dagegen automatisch. Genau. Alles gut, man kann nicht so ein Idiot sein und. Aber ja, trotzdem wir müssen Loot einsammeln. Wir müssen aufpassen, dass wir das Loot nicht vergessen, ne? Ja, deswegen, also, das ist quasi unser. Rückzugsort, aber nicht gerade dauerhaft auf Aufenthaltsort. Richtig. Oben von dir. Oh, was ist das? Oh, ich bin Zombie-Magnet gerade. Ich hab Magneten aufgesammelt. Ich weiß noch nicht, ob das hier zu schlau war. Ist FF an? Rectifier? Fire? Weiß ich gar nicht. Oh, ich hab 7 SMG-Ammo gefunden. Hey, ich hab Errungenschaft. Sarge! Also viel Loot, obwohl doch 5-8, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. So, jetzt ist Wooden Barricade zum Beispiel for sale. Und Electro Barricade. Electro Barricade auch. Für 1, 2, 5. Und die gehen mit der Zeit kaputt, die Barrikaden, wie ist das? Die SMG ist im Angebot, die würde ich auf jeden Fall kaufen und. Ach, da drauf packen. Auf oder? Den Turm drauf packen, genau. Oh ja, 4,50. Ich habe die noch nicht einmal benutzt. Kauf sie ehrlich gesagt als Notlösung, falls ich mit der Pistole doch nicht weiterkommen sollte. Achso, hier ist das Level auch schon zu Ende. Und die Leichen bleiben für der immer. Der Flamethrower ist jetzt auch gerade im Angebot. Sollen wir den schon mal kaufen oder erstmal noch nicht? Wenn er gerade im Angebot ist und wir ihn uns leisten können und sonst das Geld für nichts brauchen. Also wir könnten eine Wooden Barricade, hätte ich jetzt nach links nochmal ein bisschen weiter ausgebaut. Ja, okay, dann kann man wieder welche wegnehmen? Ja, klar. Achso. Du musst eine Wood Barricade auswählen, dann kannst du remove. Achso, und dann. Ups. Nee. Hä? Eben konnte ich's auch. Nur in dieser Runde, glaube ich. Ah, nee, jetzt geht's doch. Muss wahrscheinlich wieder in diesem richtig präzisen Winkel angucken. So? Ja. Haben wir da noch Platz für den... nicht? Und ich hätte jetzt noch Geld für den Flammenwerfer. Ja, ich meine dann. Der ist doch dann im Inventar drin, oder nicht? Ja, oder ja. Willst du gleich oben draufsetzen? Ja, dann holen wir doch, wenn er am Angebot ist, dann ist das wahrscheinlich im Endeffekt Geld gespart, oder nicht? Gekauft. Montiert. Kauft. Die Frage, ob sich das schon lohnt. Na, ich lasse aber mal... uns fügt ja auch keinen Schaden zu, oder? Nee, glaube ich nicht. Also ich habe jetzt gerade mal die SMG wieder montiert. Flammenwerfer lassen wir noch. Okay? Ja, okay. Go, go, go! Also Friendly Fire ist aus. Oh, die werden schneller. Nein, das ist die falsche Richtung! Halt ein bisschen mehr aus. Ich komme gerade auf einmal mit der Steuerung nicht mehr klar. Cool. Ich hab grad der Zombie-Magnet. Wir müssen auch aufpassen auf unseren Turm, dass der den kaputt macht. Das wird nämlich. Nee, wir müssen auf unseren Turm aufpassen. Die droppen gar nichts. Ja, hier oben droppen sie mehr als genug. Ich hatte gerade einen Haufen Zombies um mich rum, aber die haben nichts gedroppt. Huch,
Oder ich hab's einfach nicht gesehen. Also wir haben 5800 jetzt. Das reicht. Das ist gemeinsames Geld auch, ne? Ja. Oh. Turm ist auch gerade im Angebot. Gleich gekauft. Da hat er jetzt auf einen Flammenwerfer drauf. Ja, das finde ich gut. Oh, ich drücke immer Escape, um aus dem Baumenü zu kommen. Dann realisiere ich, dass das Baumenü zum Tag einfach dazugehört. Ah, was kaufst du jetzt wieder für Kleider? Flammenwerfer-Munition. Da ist es, mein Mädchen. Okay. Jupp. So. Nach also Nummer 6. Wir müssen aufpassen, dass die halt unseren unsere Türme nicht kaputt machen. Ich versuche mal ein bisschen das Loot einzusammeln, was die Turrets hier ja machen. Das ist, aber ich soll es meinen. Geht das überhaupt? Es war cool, das Spiel irgendwie. Es ist sehr simpel, aber irgendwie cool. Ja, ne? Invulnerability. 678, das ist doch hübsch. Was? Wie? 6780 Dollar, lalala. Jo. Was wir als nächstes bauen oder an Waffen kaufen? Ein Propangastank. Klingt doch gut. Was? Propantank. Nein, Propantank-Barrikade. Hier, die Armored Barricade ist on sale für 750. Oh ja. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber es klingt gut. Sollen wir dafür das vielleicht einmal um unsere Türme hier in der Mitte drumherum bauen, dass die nicht kaputt gehen zur Not? Nur als letzte Bastion. So in der Richtung. Okay, ich fange von rechts an. Wie viel hast du gekauft? Noch gar keinen. Ich habe jetzt einen. Ja, jetzt haben wir hier die Laterne im Weg. Denk dran, dass du noch raus musst da. So. Passt genau. Oh, 30 Bucks noch. Tatsächlich gesehen, durch Zufall die Bedeutung rausgefunden, warum man zu Dollars auch Bucks sagt, weil irgendwann die Hirschfleischpreise so niedrig waren, weil so viele gejagt wurden, dass ein Hirsch tatsächlich ein Dollar wert war. Und ein okay. Hirsch ist umgangssprachlich ein Buck. Deswegen war ein Dollar ein Buck. Waffe wechseln bitte. Ich glaub, oh, ich hab keine Munition mehr. SMG-Munition zu kaufen, kann das? Ja, ich auch. Ich hab zu viele Freunde. Ja, ich merke das nämlich gerade, weil... Errungenschaften sammelt man hier fleißig, ne? Ja, am Anfang von beim ersten Zocken, ja. Und ich hab tatsächlich eine Barrikade weggekloppt hier. Krass. Ja, zwei sogar, drei. Deswegen, das wird nachher schon ziemlich tough. Ja, jetzt kommt die Armored Barricade nämlich wieder 1000, also das war ganz cool. Ja, ja. Turret okay. Mark II für 9000 on sale. Ja. War nicht. Also, ich kaufe auf jeden Fall mal SMG-Munition, ne? Oh ja. Ist das dann für beide? Das ist für alle. Für dich, für mich, für die Türme, für alles. Achso. Müssen wir noch eine neue Wooden Barricade hier platzieren, warte. Hm, hübsch. Guck mal unser Wohnzimmer, Schatz. Oh, hier fehlt auch eine. Nee. Hä? Wir setzen hin. Ich habe eine noch im Lager. Jo. Achso, doch. Ja, doch. Also wir haben noch 4000. Sollen wir die behalten, auf das nächste größere sparen? Ja, ist eine gute Idee, glaube ich. Und danach können wir vielleicht mal unser Lager etwas nach außen erweitern. Oh, wir haben jetzt wieder Munition. Die Uzi. Die Uzi? Die Susi? Wow! Ja, ja. Kontakt!
Nein, das ist der falsche Knopf. Ich steuere mal aus der Sicht der Person. Ach, hi Schatz. Moin moin. Fast Reload. Oh gut, da stand ich. Ich glaube, das hat nichts gemacht. Alter! Das wird aber echt interessant. Ja, ja. Einfach, aber doch irgendwo funktioniert. Oh, die haben mir gut was weggekloppt. Aber wir haben 15k. Genau. So, die Wooden Barricade hier reparieren oder so? Der Turret Mark II ist im Angebot gerade, ne? Angebot. Für 9000. So, ich habe eingekauft. Hier ist der größer, stärker, breiter, tiefer, flacher. Gehe ich von aus. Heißer. Alles gleichzeitig. Ich platziere den mal hier. Mitten draußen. Guter Plan. Das Schlimme ist, ich habe den sofort im Inventar, das ist voll gefährlich. Die Shotgun ist im Angebot gerade, ne? Shotgun. Ja. Na, für 1, 2, 7, 5, ich weiß es nicht. Ja, auch nicht. Ich finde das SMG eigentlich ganz gut, solange wir Munition dafür haben. Wir haben diese Nacht übrigens 19 Magazine durchgehauen, ne? 19? Oh. Ups, das wollte ich gar nicht. Du hast auch einen süßen Hintern. Please. Sieht schon stark nach dir aus, eigentlich, dein Charakter gerade. Also. Ja, ne? Was sollen wir da draufsetzen? Sollen wir da SMG oder soll ich dafür eine Shotgun kaufen? Oder noch was? Boah. Da... Sniper Rifle ist im Angebot. Weiß ich nicht. Tesla Coil klingt gut. 20.000. Ich weiß es nicht. SMG finde ich sehr praktisch und auch sehr sinnvoll irgendwo. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt da eins draufsetzen, haben wir zwei Türme, die uns die Munition weg aus der Tasche ballern. Ja. Also irgendwas, was eine Munition benutzt, die wir nicht unbedingt benutzen. Also wäre eine Shotgun so in dem Sinne nicht schlecht, glaube ich. Was ist denn eigentlich besser an diesem Turm? Ich meine, ist der Reichweite? Schätze ich mal. Ich vermute auch, dass er mehr Lebenspunkte hat. Ich kaufe mal eine Shotgun und setze den auf den großen drauf. Okay. Und dann kaufen wir noch SMG-Munition. Ach so? Ja, ich muss auf Buy Ammo drücken. So. Wir haben jetzt 31 Magazine. Sollte reichen. Ich habe mir 15 Magazine für die Shotgun. Wir sollten die aber auch wieder schließen. Ja. Hast du das Ding noch, was du da weggenommen hast? Ja, ich habe sogar noch eine. Einer, die ich nämlich eben für den einen Turm hier weggenommen. Ach so. Ja, der hier. Ach, komm schon. Frage, wie betrunken bist du? Ja. Anmerkung von Felix, es ist Sonntag. Ja und? Also vermutlich sehr. Ich. So. Okay, ja? Wir brauchen hier aber noch zwei mit Cyrus. Warte, ich kann hier von außen die Wooden Barricade können wir wegnehmen. Warte. Meinst du? Hier steht wirklich sinnlos im Weg rum. Auf der anderen Seite machen wir das jetzt auch. Also wir müssen noch zwei Barricades offen. Ja, auf den Ecken können wir noch. Swap. All diese jetzt Ecken soll mehr. Liebe drin stecken. Okay. Ah, oh, Wort zum Sonntag, ja. So, auf geht's. Let's die. Oh, jetzt habe ich natürlich den Flamethrower, weil du den vom Turret genommen hast. Ich war gerade ein bisschen stupid. Aber das ist okay. Wir können immer die Kohle einsammeln, ne? Invulnerability. Ja, das kommt immer ganz zum Schluss, wenn man es auch nicht mehr braucht. Ja. Das ist fast running, glaube ich. Ja.
Toll. Speed Boost. Jetzt können wir ganz schnell bauen. Super. Also wir haben jetzt 10.000. Wooden Barricade on sale. Auto Turret Mark II on sale. Oh, wir haben diese Nacht nur 11 Magazine verbraten. Und letzte Nacht waren es 9. Was ist das on sale? Davon Wooden Barricade. Wir haben aber 15 Shotgun Magazine verballert. Was? Also der Achso, der Turret. Ja gut, es liegt aber auch einiges hier drumherum, also der hat scheinbar schon sein. Ich denke, deswegen ging es auch so einfach. Weil der nämlich, glaube ich, ganz gut weggeräumt hat. So. Sollen wir noch so ein Turret Mark II kaufen? Ja. Wir haben auch noch den Flammenwerfer, ne? Ja, den können wir da noch draufsetzen. Ach, das ist schön. Wir denken so gleich. Stop. Der Cyrus und ich, wir haben so viel gemeinsam. Ach nee, warte. Er ist das Mädchen. Ich bin der Typ. Putz die Wohnung. Stell das Turret auf. Los. Ja, gutes Mädchen. Könnt theoretisch auch einfach hier drin stehen bleiben und von hier aus rausballern. Können wir aber kein Loot einsammeln, du Blitzbirne. Ta-ta-ta-ta. Okay. Blitzbirne, Blitzbirne, ja. Bestimmt. Ich hab das Messer. Ich hab die Pistole. Ich auch, aber ich muss sagen, mit der Pistole räume ich im Moment fast gar nichts mehr weg. Jetzt gerade geht's. Ich muss nur. Man sammelt so einen Haufen und um den tanzt man halt drumherum. Alter, ich bin tot. Bin ich tot? Ja, ich wechsle doch mal die Waffe. Voll. Tot. Du bist tot? Ja, ist tot. Ich würde mal bei unseren Türmen nachgucken, weil nämlich alle keine Munition mehr haben. So als Tipp. Bitte was? Guck mal nach unseren Türmen. Wir haben keine Munition mehr. Ja. Immer in die Menge und drück G. Ach ja. Ja, läuft. Wo warst denn? Ich stehe rum. 8000. Ja, der eine Turm. Ah, es existiert noch, das ist gut. Das mit dem Flammenwerfer ist aber scheiße. Was mit dem Flammenwerfer? Der ist scheiße. Zählt nicht so richtig? Nee. Der hat seine Ecke so gar nicht verteidigt irgendwie. Ja, eben. Nicht ausreichend. Aber die Wooden Barricades sind on sale. Und Electro Barricades. Naja, wir haben nur 6. Also, wir hatten. Mal ein bisschen was ausprobiert. Gucken, was das bringt. Ah, wir haben's ja. Was hast du denn jetzt draufgestellt? Wir müssen an unsere Uzi-Magazine denken. Ja. 9 haben wir noch. Achso, du machst schon. Gut. 40 Magazine oder ist das zu knapp? Dann auch da. Ja. So. Okay, von mir aus. Shotgun, warte mal. Zeit zu sterben. Oh, $15. Lädst du mich ins Kino ein? Vergiss es. Für einen Film? Pro Person? Also einer? Der andere wartet draußen. War keine Nachos. Ja, ey, mach mich nicht. Jetzt erinnere mich nicht daran, dass es da keinen Nachos gab in dem Kino. Mann, ich find's ziemlich frech, muss ich sagen. Innerlich ein bisschen gestorben. War im Kino, da gab's keine Nachos. Ja, da gab's keinen Nachos, da gab's nur Popcorn. Dafür aber Ledersessel mit Rückklappfunktion und Fußbänken. Für den Loot! So, jetzt verstehe ich euch auch wieder. Schön. So, wir haben 11.000. Na, 13... Ne, wir haben wirklich 23 Magazine verbraucht. Ich habe zwischendurch noch 8 gefunden. Oh, okay. Also haben wir 31 Magazine.
Ich komme langsam auf den Gedanken, ob wir die Laterne nicht doch aufgeben sollten. Ich bin mir nicht ehrlich, ob Zombies überhaupt Laternen fressen. Wieso verteidigen wir die so hart? Wir bauen mal neu auf, ja? Yay. Ach stimmt, man kann die ja dann auch. Kann die ziemlich scheiße entfernen. Ja, muss da erst so halb reinrennen. Muss da so reinrennen, dass du in Rust dran sterben würdest, dann kannst du entfernen. Ah, jetzt. So. So. Ich kann Laternen nicht entfernen. Also, wir haben... Auto... Ups. 9 Armored, 4... Scheiße, das ist schlecht. Was war das? Hast du das gerade gekauft? Ja. Aus Versehen, ich habe einen Turret. Vielleicht sollten wir anfangen, andere Leute zu treffen. So, was meinst du? Mal probieren? Jo. Ritter 12. Achso, Nacht. Oh, ich hab Flammenwerfer. Schön. Warum sind sie nicht eingesetzt, oder? Ja, ich hab die Uzi nicht mehr. Hä? Wie, dass die Uzi nicht mehr? Ich hab keine Uzi mehr. Das ist aber... Scheiße. Oh, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ich bin gleich doof. Ist gleich ein Wunder passiert. Also ich war jetzt sehr sparsam mit der Uzi-Munition, weil ich keine Uzi mehr in meinem Inventar gefunden habe. Ja, trotzdem 28 durchgehauen. Und ich habe zwischendurch wieder welche gefunden. Also wir haben jetzt 12.000. Electro-Barricades sind on sale. Das probiere ich jetzt gerade mal. Es hat kein Achievement gegeben. Der Rocket Launcher ist on sale. Klingt sinnvoll. Soweit okay oder brauchst du noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Uzi-Munition haben wir. Ich hab mir meine Kettensäge gekauft. Gucken, was sie kann. Chainsaw? Ja. Ja gut, von mir aus. Jetzt hab ich auch die Chainsaw. Aha. So, ich habe auch meine Uzi wieder. Ich verwechsel immer die Controls. Ich denke viel zu sehr aus Sicht der Person. Alter, hier liegt Loot um unser Haus rum. Mhm. Oh, scheiße. Oh, eingekesselt, tot. Du machst das. Ich wurde von zwei Gruppen eingekesselt, als ich blöd genug war, zum Loot hinzurennen. Das ist doch hübsch. Oh, diese Stille. Ja, doch, doch, doch. Es hatte viel Schönes. Oh, jetzt steht mein Name über mir. Jetzt nicht mehr. Jetzt weiß jeder, wer ich bin. Scheiße. Also, wir haben gerade 60 Magazine SMG durchgehauen. Bitte? Echt? Ja. Alter. Ich wollte gerade sagen, aber fühlt sich gerade von selbst wieder auf, weil ich vermute, du kaufst gerade welche. Ja. Okay. Ich bin aber auch full retard gegangen, als ich in dieser eingekesselt wurde. Kennst du also das? Einzelfeuer, Dauerfeuer, Burst und full retard. Der Turmstufe 2 ist gerade wieder im Sale. Kannst du in der Mitte so ein Elektro-Ding rausnehmen und so einen Turm reinmachen noch? Der Assault Rifle ist im Sale für 5,2. Cyrus? Die Assault Rifle ist im Angebot.
Forklift ist im Angebot. Für 5.000. Shotgun ist Munition im Angebot, die Flammenwerfer ist im Angebot, Assault Rifle. Sniper Rifle ist auch Assault Rifle wäre vielleicht was für ein Turret, dachte ich. Könnt uns auch Tesla Coil kaufen. Was? Die ist gerade im Angebot für 15.000. Aber dann haben wir keinen Turm, wo wir sie draufpacken können. Oh. Also ich hätte noch einen Turm gekauft, von den Starken. Ich habe eine Ahnung, warum wir 60 Magazine durchgehauen haben, weil bei 4 in unserer Türme eine Uzi steht. Ich kann auch Tesla-Coil kaufen und dann probieren wir die mal aus. Von mir aus. Ja? Ja. Gut. Do it! Oh, die Munition kostet nur 40, das ist relativ günstig. Das geht, ne? So, jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie... Ach, die hat aber einen schönen Pulli an, der Zombie. Wir verteidigen die Laterne gar nicht mehr, ist die klar, ne? Das sieht lustig aus. Ja, tut es. Es erinnert an vieles. Ich will davon jetzt nichts nennen. Okay, ich bin soweit. Aber die Tesla Coil ist geil. Ja, regelt die? Oh, ich bin tot. Die regelt aber. Was ist denn bei mir los? Oh ja, ich seh's. Ja doch, ich glaube, das hat sich gelohnt. Das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder das war nicht so gut. Da oben raus, genau. Bist du tot? Ich bin tot schon länger, ja. Ich bin ziemlich am Anfang schon gestorben. Okay, krass. Das ist wieder Let's Fail. Also die Tesla-Call, die war cool. Da machen wir mehr von. Ja, jetzt kostet 20.000 wieder. Ja, schade. Wie ist es mit der Assault Rifle? Ist immer noch im Sale. Was sollen wir kaufen? Jo. Ja, Arme kostet 80. Was ist mit den Türmen? Ne, ist wieder im normalen Preis. Also Assault Rifle einmal, ja? Jo. Kann auch zweimal kaufen. Ja. So einmal reicht, ne? Ich kaufe auch jetzt noch keine Munition. Aber ich glaube, wir kommen so noch sehr gut klar gerade. Dann sparen wir das Geld. Haben nur das Angebot schon mal mitgenommen. Ja. Ja, sollen wir uns was ansparen erstmal? Hätte ich jetzt gesagt. Hm. Okay. Okay. Gut. Night 15. With my sweet, also sweet oben brauchen wir quasi nicht verteidigen. Weil da die Tesla-Call wirklich aufräumt. Meine Zombie hat eigentlich mal nach oben locken zu dem Tesla-Ding. Ich glaube, der ist out of ammo. Tesla Coil, oder? Ja, es wirkt so. Ich bin mit meiner ganzen Schulklasse da vorbei. Hat nicht geschossen. Okay, die Holzdinger sind weg. Das war relativ zu erwarten. Ja, klar. Ja, Laser. Keine Ammo mehr. Wir können uns einen Laser leisten. Ich voll Laser wieder abgeht. Entschuldigung. Also dann haben wir aber keine Munition mehr, das ist das Problem. Ich kaufe erstmal Munition für die Tesla-Coil, die ist nämlich richtig gut. Guck mal, ich zeig dir meine und zeigst du mir deine Pistole. Du kannst eine Freeze-Gun kaufen. Verstärkung setze ich dann normale Barricades, Armored Barricades rein, ne? Oder Elektro? Das weiß ich nicht, ich würde sagen Armored. Die kommen bislang noch recht gut klar, glaube ich. Ja. Und so können wir ein bisschen was ansparen und die, ja, die Holzdinger tauschen mal, wenn sobald nötig, oder? Was treibst du? Ja, können wir machen. Das geht eigentlich. Brauchen wir noch Munition, SMG-Munition? Oh ja. Ich hole wie viel? Kaufen wir auf 70, auf. Oh,
Okay, ich habe schon mal bereit geklickt. Ja. Es liegt in deinen zarten, weichen, frisch eingecremten, kauf mal noch ein Assault Rifle, das ist immer noch im Angebot. Händen. Achso. Okay. Immer noch im Angebot. Ja. Hast du schon? Ja, habe ich schon, habe ich schon. Okay, gut. Nicht, dass ich das muss. Oder auch noch mache. Alter, wieso rennen die so? Ah! Ich bin tot. Bitte, ich auch. Cool. You are dead or undead already. Ja. Du auch, oder was? Jo. Da muss ja wenigstens einer überleben. Das haben wir nicht geschafft. Ja, aber 16 Nächte für das erste Spiel. Ich behaupte jetzt, das ist okay. Das geht ja. Oh, das ganz hoch. YouTube so, nein. 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 Guck mal, World Rank 80.000 von 224.000. Das ist gar nicht mal so gut. Es ist fünfstellig. Unsere Türme schaffen die Nacht aber noch. Oh. Ja, die werden ja auch nicht mehr angegriffen, glaube ich. Richtig.